Ein ganz herzliches Dankeschön euch an LED für das Mithineinnehmen. Er ist ein Vater, der versorgt. Vor 4 Wochen habt ihr für mich gebetet, für meine Reise auf die Philippinen. Ich hätte euch am liebsten alle mitgenommen. Für mich war es so ein Erleben der Dankbarkeit hin zu Gott in seinem Versorgen. Im vergangenen Jahr haben wir ja unser Mädchenheim gebaut. 1 Jahr lang haben wir gebaut und auch geglaubt, dass die notwendigen Finanzen zusammenkommen, ohne dass man einen Haufen Schulden machen müssen. Und Gott war so gut. Er hat uns versorgt. Genau nach 1 Jahr konnten wir jetzt am 31. Mai unser Mädchenheim einweihen. Und auf den Philippinen ist es so, wenn jemand nicht dabei war, dann bringt man ein kleines Mitbringerle mit. Und das mache ich heute früh. Man nennt es Basalubong, Mitbringerle. Und ich habe ein kleines Video mitgebracht, um euch wenigstens so einen kleinen Einblick in die Einweihung zu geben von unserem neuen Mädchenheim. Euch, jeden von euch, der mit uns gebetet hat, der auch unterstützt hat und gespendet hat, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir sind überwältigt von Gottes Versorgung da hinein. Ein bisschen brauchen wir noch, weil einrichten müssen wir es ja auch noch. Aber es ist so genial zu sehen, wie Gott versorgt hat und gegeben hat in dieses neue Mädchenheim hinein. Irgendwie ist der Ton und die Bilder ein bisschen auseinandergegangen, aber ich bin so dankbar. Ja. Es ist Gott, der Veränderung bringt. Und darum geht's heute Morgen in der Predigt. Verändert? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist die Überschrift, die ich darüber setzen möchte. Und es ist Gott, der Veränderung bringt. Und für mich ist das ein Ausdruck der Güte und der Treue unseres Gottes, wenn ich überlege, 36 Mädchen, die auf der Straße leben, können jetzt ein neues Zuhause finden, können Gottes Fürsorge erleben und ein verändertes Leben. Vor einigen Wochen hatte ich eine Leseprobe von einem kleinen Büchlein in den Händen gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, von Gott bewegt, von Jesus bewegt, na, ist das Gleiche, von Roland Werner. Ich kann es euch empfehlen, 3,95 €, ein super Schnäppchenpreis. Ich war total überrascht, als ich mir das Buch gekauft habe. Einige der Gedanken, die ich heute Morgen so in der Predigt weitergebe, sind aus diesem Buch heraus inspiriert. Und wenn ihr das weiter vertiefen möchtet, nehmt es euch mit im Bücherlädle, ist es in ein paar Kopien verfügbar für euch. Wie gerne wären wir doch Menschen, die einfach geduldig sind, die so vergebungsbereit sind und so liebevoll, einfach so heilig, dass wir gar keine Gnade mehr brauchen. Und wisst ihr, es ist doch irgendwie so der Versuch von jedem Menschen, von jedem auch Jesus-Nachfolger, dass wir ein gutes Leben leben möchten. Und wieder dappen wir doch in die gleichen Fettnäpfchen rein, machen wir doch die gleichen Fehler und wieder brauchen wir doch Gnade und Vergebung. Es ist so ein Kampf gegen Windmühlen, den wir oft kämpfen, der uns auch manchmal auf unserem Weg des Lebens zu frustrieren, nicht nur scheint, sondern auch wirklich frustriert. Und es ist zum Verzweifeln. Wir haben es doch so ernst gemeint und wir haben uns wieder nicht verändert. Ich denke so an die guten Vorsätze an mancher Silvesternacht für das neue Jahr. Dieses Jahr will ich aber 10 Kilo abnehmen. Und wir schaffen es tatsächlich bis Mitte des Jahres. Aber am Ende vom Jahr sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Dieses Jahr will ich geduldiger werden. Will ich dieses oder jenes, dass es sich in meinem Leben verändert. Und spätestens nach 5 Jahren verfolglosen Neujahrsvorsätzen hören wir auf, uns überhaupt noch Vorsätze zu machen für das neue Jahr, weil wir ja doch wissen, es bleibt beim Alten. Und wenn wir nur ehrlich sind, werden wir doch feststellen, dass keiner von uns aus seiner Haut schlüpfen kann. Manches lässt sich ganz nett übertünchen, Erziehung, Bildung, Etikette, Anstand. Manchmal erscheinen sie aber doch nur, als wären sie ein Lack. Und wenn irgendjemand an diesem Lack ein bisschen kratzt, dann kommt unser eigentliches Wesen hervor. Das, was sich dahinter, darunter verbirgt. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass die Bibel einfach so urehrlich ist in dem Umgang, wie sie über diese Dinge redet. Weil sie
erklärt uns die Realitäten des Lebens. Und der Paulus, er hat in Römer 7, Vers 24 hineingeschrieben, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Und ein paar Verse früher schreibt er, das Gute, das ich eigentlich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das war nicht irgendeiner, der irgendwann so mal versucht hat, ein anständiges christliches Leben zu leben. Nein, es war Paulus gewesen, der Völkerapostel, der für viele, viele Generationen von Christen Vorbild gewesen ist. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, tragen wir doch alle dieses Wissen mit uns herum. Kein Mensch kann sich aus sich selbst heraus verändern, verbessern oder sonst etwas. Jeder bleibt mehr oder weniger so, wie er ist. Die anderen alle und auch ich, wir merken doch bei dem Versuch, uns selbst zu verändern, dass das Leben dem von dem Lügenbaron gleicht, der von Münchhausen gleicht, der versucht hat, sich selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und meinte, das würde gelingen. Aber natürlich ist meine Predigt heute Morgen nicht dahingehend gerichtet, dass ich sage, alles bleibt beim Alten. Nein, die Frage stellt sich, muss wirklich alles beim Alten bleiben in meinem Leben? Oder gibt es wirklich eine Realität der Erneuerung und der Veränderung hinein in mein Leben, einer neuen Perspektive und eines Ausblicks, der nicht nur Hoffnung, sondern wirklich Zukunft in mein Leben hineinbringt? Der mich herausholt aus meinen Ängsten, die mich umtreiben, der mich herausholt aus der Frustration von Dingen, die so lange in meinem Leben die operierende Kraft gewesen sind, hinein in eine Perspektive, in eine Erfüllung für mein Leben. Und dazu erinnere ich mich an eine Geschichte, die Zachäus mit Jesus in Jericho erlebt hat. Der eine oder andere von uns kennt sie vielleicht schon. Zachäus, das war doch dieser reiche Mann, der eigentlich alles hatte im Leben. Was hatte ihm eigentlich noch gefehlt? Wenn wir so sein Leben anschauen, er war reich, er hatte ein großes Haus, er hatte einen guten Haushalt, er hatte viele Hilfsangestellte in seinem Haus, die gearbeitet haben für ihn. Eigentlich war er der gemachte Mann gewesen und doch hat er gemerkt, irgendetwas ist leer geblieben in meinem Leben. Es muss doch mehr geben als nur das, dass ich finanziell gewisse Ziele erreicht habe. Und dann war die Neuigkeit da gewesen. Jesus kommt in die Stadt. Jericho, es war damals ein Kulturzentrum, es war ein Handelszentrum gewesen. Jesus kommt in die Stadt und jeder wollte ihn sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zachäus, der eigentlich ein Ausgestoßener in der Gesellschaft war, weil er mit den Römern kollaboriert hat und den Leuten das Geld abgeknöpft hat. Ich kann mir vorstellen, dass er hoffte, vielleicht hat dieser Mann eine gewisse Antwort hinein in die Nöte und in die Fragen, in die unbeantworteten Fragen meines Lebens. Und er wollte hingehen. Er hatte ein Problem. Er war 3 Köpfe kleiner als ich. Und da muss man in der ersten Reihe stehen, wenn man sehen will, was vorne auf der Straße abläuft. Und Jesus wollte doch Jesus sehen. Und so hat er versucht, sich irgendwo zwischendurch zu zwängen und nach vorne zu kommen. Aber wahrscheinlich, weil ihn keiner leiden konnte, haben sie dicht gemacht. Was mich an diesem Mann verwundert hat, ist, Zachäus hat nicht aufgegeben. Ja, da war diese Leere, da war diese Antworten, die er gesucht hat. Und vielleicht kannst du dich mit ihm identifizieren. Und er sagte, es muss doch einen Weg geben, dass ich diesen Jesus sehen kann. Und er ist hochgeklettert auf einen Baum. Es war nicht so der würdevollste Ausdruck in der damaligen Kultur gewesen. Da sind nicht erwachsene Männer auf Bäume geklettert, um irgendeinen vorbeilaufen zu sehen. Naja, es war ganz gut gewesen. Ich kann mir vorstellen, das Blätterdach des Baumes hat ihn ganz gut geschützt. Und da kommt Jesus vorbei. Und es passiert, was Zachäus wahrscheinlich in seinen kühnsten Träumen nicht gedacht oder geglaubt hätte. Jesus bleibt tatsächlich unter diesem Baum stehen.
Und den Rest der Geschichte schildert uns Lukas 19, Vers 5 bis 10. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle aber empört, als sie sahen, wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, er fügte hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich finde diese Geschichte einfach so genial, weil sie uns deutlich macht, ja, es ist wahr, da wo ein Mensch Jesus begegnet, verändert sich sein Leben. Veränderung ist möglich. Ja, es ist möglich, dass Dinge in meinem Leben anders werden, die vielleicht schon 20 oder 30 Jahre in irgendeine Richtung sich gedreht haben. Ja, es ist möglich, dass sich etwas verändert. Für Zachäus kam Rettung in sein Leben hinein. Eine Veränderung, die Folgen hatte. Und in dem Evangelium lesen wir, wie Jesus die Fragen, die Nöte, die Probleme der Menschen ernst genommen hat. Und ich meine, dass die Sorgen von damals ganz genau die gleichen sind, die dich und mich vielleicht heute noch beschäftigen. Es geht um Krankheit und um Einsamkeit. Es geht um Schuld und um Verzweiflung. Es geht um Hoffnung und um Sehnsucht, um Zweifel, um Angst, um Identität und Lebenssinn. Und das waren die Fragen der Menschen damals und das sind doch die Fragen von dir und mir auch heute noch. Und damals wie heute ist Jesus einer, der so wie bei Zachäus an deinem und an meinem Leben interessiert ist. Für Zachäus wurde Rettung aus einem Leben, das auf der einen Seite alles hatte, aber dem auf der anderen Seite die Perspektive fehlte, zu einer Realität. Zur verändernden Kraft, die einen Erneuerungsprozess in seinem Leben ausgelöst hat. Die Begegnung mit Jesus, sie hat Freiheit in sein Gefängnis hineingebracht und Sicherheit in seine Identität. Und jetzt konnte der Mann, für den Geld alles bedeutete, für den Geld seine Identität in der Vergangenheit war, all diese Dinge weggeben, weil Jesus ihn aus dem Gefängnis einer falschen Identität herausgeholt hat und ihm seinen wirklichen Wert gezeigt hat. Sein Leben erfährt die verändernde Kraft Gottes. Er gibt sein Geld weg, nicht weil er Gott gefallen will, nein, sondern weil er Gott begegnet ist. Und die wirklichen Prioritäten seines Lebens Raum finden für ihn. Und du kennst den Zachäus vielleicht auch in deinem Leben, der alles hat und doch innerlich leer geblieben ist. Und du bist auf der Suche und du kannst sie vielleicht nicht finden. Und die Tatsache, dass du heute Morgen hier bist, ist vielleicht ein Ausdruck dessen, dass du auf einem Baum gekrapselt bist, so wie der Zachäus damals. Dass du sagst, vielleicht hat dieser Jesus etwas für mich hinein in die Leere meines Lebens. Vielleicht hat dieser Jesus etwas für mich hinein in die Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch in einem Lebensbereich, in dem du Leere empfindest. Und ich glaube, Jesus ist hier heute Morgen und er sagt, komm runter. Komm runter von deinem Baum, bleib nicht nur der Zuschauer, sondern begegne mir, weil ich bin der Gott, der Veränderung in dein Leben hineinbringen möchte. Ich bin der Gott, der dich herausholen möchte, vielleicht aus dem Gefängnis der Religiosität, zu glauben, ich muss Gott über mein Tun, über mein Gutsein, über meine frommen Aktivitäten gefallen und zufriedenstellen. Vielleicht aus einem Getriebensein, vielleicht aus der endlosen Leere deines Lebens oder der Suche nach Wertigkeit in materiellen Dingen. Er sagt dir heute Morgen, weißt du was, guck, da ruft er schon an, nee.
Er sagt dir heute Morgen, weißt du was? Ich habe Rettung für dich. Ich habe Rettung für dich, weil du mir wichtig und bedeutungsvoll bist. Und weißt du was? Er ist dieser Gott, der keine Schubladen kennt. Kennen wir sie, diese Schubladen, in die wir Menschen einsortieren, nach gut, nach wichtig, nach bedeutungsvoll, nach nebensächlich, nach mit dem will ich aber nichts zu tun haben und so weiter und so weiter. Und wir haben sie alle, die Schubladen, die notwendig sind. Aber Gott kennt deine und meine Schwächen, detailgenau. Und da wollen sie mit Steinen auf diese Frau werfen, die beim Ehebruch erwischt wurde. Und Jesus zeigt den Anklägern, weißt du was, eigentlich bist du kein Haar besser als die Frau, die da hier einen Fehler in ihrem Leben gemacht hat. Die Menschen sehen in dieser Frau eine Sünderin, eine, die sich total daneben benommen hat, eine, die den Tod verdient hat, eine, die der Anklage schuldig ist. Und Jesus schaut sie an und sieht ein Ebenbild Gottes in ihr. Und wenn Jesus dein Leben sieht, dann sieht er natürlich vielleicht alle deine Fehler, ja. Aber er sieht ein Ebenbild Gottes in dir. Er hat nie aufgehört, an dich, an die Bestimmung deines Lebens zu glauben. Er hat nie aufgehört zu sagen, weißt du was, egal wie du heißt, dein Leben ist wichtig und voll Bedeutung für mich. Ich werf dich nicht weg, nein, ich bring Wertigkeit, Identität hinein in dein Leben. Ich bin der Gott, der am Kreuz alles für dich gegeben hat. Deine Schuld ist nicht so groß, als dass ich sie nicht für dich ans Kreuz getragen hätte. Und ich lade dich ein, dass du heute Morgen kommst und dass du nicht dein Leben bewegt sein lässt von der Ablehnung der anderen, sondern von meiner Annahme, von meiner Vergebung, von meiner Wiederherstellung, die ich für dich habe. Und vielleicht kennst du das Stigma der anderen, das auf dich gelegt wurde. Die Anklage, die Ablehnung. Und es stimmt, in deinem Leben ist tatsächlich manches schiefgelaufen. Aber Jesus sagt, ich kenne den Irrgarten von deinem Leben, in dem du dich vielleicht sogar verlaufen hast. Und ich will dir den Weg in die Freiheit zeigen. Komm zu mir. Die Begegnung mit mir hat das Potenzial, dein Leben tatsächlich zu verändern. Und da war eine andere Frau, 18 Jahre, war sie geplagt, ihr Rücken war verkrümmt, die Aussicht auf Heilung war auf das Minimum. Nein, ich glaube, sie war nicht nur auf das Minimum geschrumpft, sie war verloren gegangen. Ich bin sicher, dass sie allerhand versucht hatte, die Krankheit irgendwie loszuwerden. Menschen konnten ihr nicht helfen. Vielleicht wurde sie sogar gemieden, weil wer will schon mit so jemandem, der da irgendwie verkrüppelt und verkrümmt herumläuft, wer will mit dem schon Freund sein? Aber da war eine Begegnung und sie hat den Unterschied gemacht für sie. Jesus hat sie zu sich gerufen und er hat mit ihr geredet. Und er hat nur ein paar einfache Worte gesprochen. Er hat gesagt, Frau, sei geheilt. Und diese Begegnung, sie hat ihr Leben verändert. Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und Jesus hat Heilung und Wiederherstellung in ihr Leben hineingebracht. Er hat sie herausgeholt aus der Isolation ihres Lebens. Und in der Geschichte lesen wir, wie es weitergeht. Es heißt, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Wisst ihr, da war eine Frau, die plötzlich entdeckt hat, wer sie ist. Und die entdeckt hat, es ist wahr, die Begegnung mit dem lebendigen Gott, sie verändert mein Leben. Erlaube ihm, dir zu begegnen. Erlaube ihm, dein Herz zu berühren, wo es vielleicht verletzt und hart geworden ist, weil Dinge in deinem Leben geschehen sind, wo du sagst, das war zu viel für mich gewesen. Mag sein, du bist vielleicht schon seit 18 Jahren verheiratet, wie diese Frau einen krummen Rücken seit 18 Jahren hat. Und deine Ehe hat dir den Rücken echt verbogen. Und du glaubst, vielleicht ist Trennung der einzige Weg, um diese Sache zu einem Ende zu bringen. Und ich glaube, Jesus ist heute Morgen hier und sagt dir das ganz konkret. Und ich bin überzeugt, dass eine Person hier ist, vielleicht nicht 18 Jahre verheiratet, die am Überlegen ist, ob sie sich trennen soll. Und ich glaube, Gott sagt, komm runter von dem Trennungsweg, geh den Heilungsweg. Und dieser Gedanke hat mich sehr stark beschäftigt in der Vorbereitung der Ehe,
in der Vorbereitung der Predigt. Der stand auch nicht in diesem Büchlein drin. Und ich glaube, ich soll dir heute Morgen sagen, nein, geh nicht weiter auf diesen Trennungsweg, sondern geh auf diesen Heilungsweg. Und vielleicht hat sich nicht alles verändert, wenn du heute vom Gottesdienst heimkommst. Die Herausforderung ist die gleiche geblieben. Aber du hast dich aufgemacht, einen anderen Weg zu gehen. Und ich lade dich ein, heute Morgen ihm, Jesus, darin zu begegnen. Da waren sie, zwei Männer, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus gewesen. Es war einer der düstersten Tage, nein, ich glaube, es war der schlimmste Tag ihres Lebens gewesen. Ihre Herzen, sie waren schwer wie Blei und Hoffnungslosigkeit war wahrscheinlich und Frustration ein Synonym, das ihr Leben beschrieben hätte. Ohne es zu wissen, haben sie bei Jesus ihr Herz ausgeschüttet. Da war dieser unbekannte Fremde, der mit ihnen den Weg gegangen ist, den Weg in der düstersten Stunde ihres Lebens. Und vielleicht ist ein unbekannter Fremde auch mit dir auf dem düstersten Wegabschnitt deines Lebens unterwegs. Sie haben ihr Herz ausgeschüttet und dieser unbekannte Fremde, der Jesus war, er hat ihnen plötzlich eine Perspektive für ihr Leben gegeben. Er hat ihnen eine andere Wirklichkeit gezeigt, die göttliche Perspektive, warum Jesus sterben musste. Und erst beim Abendessen erkennen sie, dass der, den sie für tot gehalten hatten, Jesus es war, der ihnen Hoffnung und Lebensperspektive und Lebenssinn gegeben hat. Und vielleicht bist du ein solcher Emmaus-Jünger heute Morgen. Du bist ein Jesus-Nachfolger, aber in deinem Leben sind Dinge geschehen, die du nicht einordnen kannst. Das Warum ist größer als jede Antwort und Jesus sagt zu dir, komm, komm zu mir. Komm, ich bin der, der mit dir in deiner Müdigkeit ist, der mit dir in der Schwere deines Herzens ist und ich will in deinen Herzensrückzug, auch in deiner Gottesbeziehung hineinkommen. Lass dich einladen. Heute Morgen habe ich eine Mitarbeiterin von unserem Dienst auf den Philippinen hier. Und der Dienst, den wir auf den Philippinen tun, wisst ihr, es ist nicht der Dienst vom Harald. Nein, es ist unser Dienst als Gemeinde, den wir tun, wo wir Gottes Realität hinbringen zu Straßenkindern, die ihr Leben so dringlich Veränderung braucht. Und ich habe sie gebeten, weil ich habe das zigmal erleben dürfen, wie die Begegnung mit Jesus Veränderung in das Leben von Straßenkindern hineinbringen kann. Da, wo es ein Unmöglich gibt. Und ich habe sie gebeten, ob sie uns heute Morgen vielleicht von einem solchen Mädchen erzählen kann. Sie ist die leitende Hausmutter in unserem Mädchenheim. Emma, maybe you can come and share quickly with us. Maayong buntag. Guten Morgen. As I understand, Brother Harald is talking about change. Soweit ich verstehe, redet der Harald über Veränderung. And I know that he is talking about that Jesus is the only one that can restore. Und Jesus ist der Einzige, der wiederherstellen kann. Only one that can change our life. Der Veränderung in unser Leben bringt. And what I'm going to share now is Jesus is also the hope of the hopeless. Und worüber ich heute Morgen reden möchte ist, Jesus ist die Hoffnung für die Hoffnungslosen. I am working in the girls' home. Ich arbeite im Mädchenheim. And this July 15 I'm going to be 10 years. Und am 15. Juli dieses Jahres bin ich seit 10 Jahren Hausmutter für unsere Mädchen. And I really see the reality of God working in the lives of the children. Und ich kann wirklich die Realität Gottes im Leben der Kinder sehen. Which I can say that see or say that they don't have hope. Und es stimmt, wenn sie zu uns kommen, sie haben keine Hoffnung. Renalyn is one of our girls. Renalyn ist eines unserer Mädchen.
Actually, right now she is in the college, second year college in theological seminary. Und im Moment studiert sie an der Bibelschule im zweiten Jahr. But if I will look to her background before. Aber wenn ich in ihr Leben hineinschaue. She grew up as a in a poor family. Father is a drug addict. And with seven siblings. Sie ist in einer armen Familie aufgewachsen. Der Vater war drogenabhängig. Sie hatte sieben Geschwister. And the mother and the father, of course, has no work. Und Eltern waren beide arbeitslos. And she was because of so many siblings and no food and no father and mother who would take her. She go to or stay to the grandmother, which is also living so poor, and the house is, you know, it's very small, a shanty house or made out of plastic and cartons. Und weil sie einfach sieben Geschwister waren und es gab so viel Armut und nichts zu essen zu Hause, hat sie bei der Großmutter gelebt, die aber in den gleichen Umständen einfach in einem Shanty, also in einer Hütte gelebt hat, die aus Abfallmaterialien zusammengebaut wurde, aus Karton. But Trinaline, she has in her heart to really go to school, finish college, of course, for the future. And their house, the house of the grandmother, is where our feeding area in Carbon is. Und wir haben Trinaline kennengelernt bei einem unserer Essensausgaben dort in dem Marktgebiet, denn dort hat sie bei der Großmutter gewohnt. And she expressed this desire to go schooling, and one of our member, the theme of feeding area is the one who knows everything about this one. Und einer unserer Mitarbeiter hat diesen elenden Zustand von diesem Mädchen gewusst oder gekannt, und sie hat ihre Lebensträume mit ihr, mit der Mitarbeiterin geteilt. And so this is the time where she came to the girl's home. And as I can see, as she was growing up in the girl's home, of course, relationship to God is the main thing that why she has this now change in her life. Und so kam sie in das Mädchenheim zu uns, wo sie seit einigen Jahren lebt, und sie hat wirklich Veränderung in ihrem Leben erlebt aufgrund einer Beziehung, die in ihr Leben kam mit Jesus. And actually change is in her life is her choice to really change. She dedicated her life to Jesus, surrendered her life to Jesus, and accept Jesus as her Savior. And right now I can see. Trinaline hat einen Entschluss getroffen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Sie kam in diese Begegnung mit Jesus. Sie hat ihr Leben ganz ihm zur Verfügung gestellt und ihn als Herrn und Erlöser angenommen. Und jetzt kann ich sehen. I can see that the changes in her life is so different from old to new. And also right now I can also see that because of these changes she became a witness to her family. Und ihr Leben hat sich von alt nach neu verändert, und ich kann sehen, wie ihr Leben zum Zeugnis wurde für ihre eigene Familie. And because of these changes in her life, she showed it to the family, and she ignited and being a testimony. Right now, the father and mother is being they became reunited because they were separated, and she also sharing the word of God to them. Und durch ihr Zeugnis sind die Eltern, die sich getrennt hatten, wieder zusammengekommen, und ihr Leben nimmt wirklich Einfluss in diese Familie. And her relationship to God now is growing up, and I can see that later on, after 2 years, she will become a teacher or theological teacher or a lady pastor. Thank you very much, Emma. Und sie sagt, ja, und ich kann sehen.
Ich will den letzten Satz noch sagen und ich kann sehen, wie sie wirklich wächst in ihrer Freundschaft zu Gott und er ihr Leben bestimmt. Und ich freue mich darauf zu sehen, wie sie in weiteren 2 Jahren eine Pastorin sein wird und das Wort Gottes einfach durch ihr Leben weitergegeben wird. Die Begegnung mit Jesus, egal ob damals zu den Zeiten der Bibel oder heute, sie ist es, die den Unterschied macht. In dem Leben von Zachäus, von dieser Frau mit dem krummen Rücken, von der Ehebrecherin, von Renalin auf den Philippinen und von dir und mir in unserem Heute und Jetzt. Egal wie die Situation deines Lebens ausschaut und vielleicht bist du einer, dem es gar nicht so an Selbstbewusstsein mangelt und du sagst, eigentlich lebe ich ja ein ganz anständiges Leben. Jesus, wenn du einen Retter brauchst, dann hast du mich. Kennen wir diese Worte? Vielleicht sagst du sie nicht ganz so prompt, aber denkst du, Petrus hat sie ausgesprochen. Jesus, auf mich kannst du dich verlassen. Weißt du was? Wenn die Welt untergeht und wenn sie dich ans Kreuz schlagen, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und ihr alle wisst, was passiert ist. Ein paar Stunden später, da war er und behauptet, Jesus nie gekannt zu haben. Und er versagt und er verleugnet Jesus. Und als ihm bewusst wird, was passiert ist in seinem Versagen, als Jesus-Jünger, als Nachfolger Gottes, wie konnte ich so versagen? Da hat er sich überlegt, wie kann ich überhaupt noch in die Zukunft blicken? Und ich finde es so interessant, in Lukas 22, Vers 61 wird uns das so deutlich gemacht, wie Jesus mit dir und mit mir umgeht. Denn mitten in diese Hoffnungslosigkeit hinein begegnet ihm Jesus dort am Kohlenfeuer im Hof des Palastes des Hohen Priesters. Und er lässt es sich nicht nehmen, Jesus in die Augen zu blicken. Und wir lesen, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Wisst ihr, da waren vielleicht 100 Leute in diesem Hof, aber der Herr wandte sich um und er sah Jesus an. Und wenn du jemand bist, der sagt, wie konnte mir das passieren? Ich kannte doch Gott, ich war doch mit ihm unterwegs, aber da ist dieses Versagen in meinem Leben. Wie konnte ich nur? Ich sag dir heute Morgen, und der Herr wendet sich um und sieht dich an. Nicht mit Augen, die verurteilen, nicht um dich niederzumachen, nicht um dir zu sagen, wie konntest du nur? Du hast doch besser gewusst. Nein, nicht so. Die nächsten Tage überschlagen sich für Petrus. Jesus wird hingerichtet, er stirbt. 2 Tage später ist das Grab plötzlich leer. Jesus ist wieder in ihrer Mitte. Und es bleibt diese schmerzhafte Frage, wie soll unsere Freundschaft weitergehen? Wird es so bleiben, wie es war? Nimmt Jesus auch wirklich Versager an? Johannes 21 lesen wir ein paar Tage später. Die Nacht war lang, die Enttäuschung stand den Jüngern ins Gesicht geschrieben. Hungrig und müde wollten sie nur noch ans Ufer und ausschlafen. Ihren Frust, ihre Enttäuschung. Hungrig, kein Essen. Und dann steht am Ufer wieder so ein Fremder. Er hat ein Kohlenfeuer angezündet. Warum auch immer sie auf die Anweisung von diesem Fremden gehört haben, ein letztes Mal doch nochmal die Netze wieder ins Wasser zu werfen, ich weiß es nicht. Aber jetzt erkennt Petrus, wer dieser Fremde dort am Ufer war. Die Netze sind voll, 153 Fische. Er stürzt sich ins Wasser, er rennt auf Jesus zu. Und Jesus, was tut er? Er lädt sie zum Frühstück ein und er sagt, kommt, esst erst mal, ihr seid doch hungrig, oder? Und dann stellt er Petrus 3-mal eine Frage, Petrus, hast du mich lieb? 3-mal hat er ihn am Kohlenfeuer verleugnet und jetzt ist er eingeladen, 3-mal seine Freundschaft mit Jesus wieder festzumachen. Nicht mit großen Sprüchen, nicht mit religiösen Aktionen, nicht aus eigener Kraft Gott gefallen wollen, nein, sondern einfach dem Innersten seines Herzens zu ihm hin Ausdruck zu verleihen. Und in der Begegnung mit Jesus geht es nicht um Leistung, auch heute noch. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht um ein Abarbeiten von irgendwelchen Regeln und Werten.
Nein, in der Begegnung mit Jesus lag damals die Frage: Petrus, sag mal, wo ist eigentlich dein Herz zu mir? Ich weiß dein Versagen, aber gib mir doch deine Liebe. Und obwohl diese Frage Petrus schmerzt, holt sie ihn heraus aus der Verzweiflung, aus der Verunsicherung und sie beschenkt ihn mit Heilung und Vergebung. Und sie gibt ihm eine neue Lebensperspektive. Und ich glaube, genauso ist es heute mit dir. Jesus sagt, ich habe eine Perspektive für dich. Ich will nicht, dass du irgendwas abarbeitest für mich, dass du dich in einem religiösen Aktivismus verlierst. Und wisst ihr, egal ob in der Kirche oder in der Freikirche, auch da kann man in diese Dinge verfallen. Ich will dein Herz, ich will deine Beziehung, ich will dein Freund sein. Willst du diese Freundschaft mit mir leben? Und die Evangelien, sie sind voll von Geschichten und ich könnte wahrscheinlich bis heute Abend Geschichte um Geschichte um Geschichte erzählen, wie die Begegnung mit Jesus ein Leben verändert hat. Und so wie damals Jesus das Leben von Menschen verändert hat, so tut er es auch jetzt und heute noch. Er sagt, ich will dein Hoffnungsbringer sein, ich bin dein Sündenvergeber, dein Liebesschenker, dein Krankheitsüberwinder, dein Gott, der in die Umstände deines Lebens hineinkommt, der dich einlädt, vielleicht zum ersten Mal zu sagen, Jesus, ich suche diese Begegnung mit dir. Dein Kreuz, dein Tod am Kreuz wurde die Grundlage zu meiner Vergebung und ich will das annehmen für mich. Vielleicht mitten hinein in deine Hoffnungslosigkeit, vielleicht mitten hinein in deine Sündhaftigkeit, in der du dich gar nicht mehr zu Gott kommen traust. Er lädt dich ein in diese Gottesbegegnung. Und du kannst zu Gott kommen, so wie du bist. Aber weil er dich lieb hat, lässt er dich nicht so, wie du bist. Er bringt Veränderung, Veränderung und Erneuerung in dein Leben. Jesus sucht nicht den Perfektionismus, nein, er sucht dein Herz. Lass dich heute Morgen einladen, deine Versuche, Gott mit deinen Kraftakten zu gefallen, dich zu verändern, auf die Seite zu legen und zu sagen, Jesus, ich lasse mir von dir heute Morgen ganz persönlich diese eine Frage stellen. Hast du mich lieb? Und ich möchte dich einladen, wenn du alles andere vergisst, gib ihm doch vielleicht, wenn wir das nächste Lied singen, eine ganz persönliche Antwort aus deinem Herzen auf diese Frage. Vielleicht kennst du ihn seit 20 Jahren, aber du kannst ihm ganz neu und frisch sagen, Jesus, ich hab dich lieb. Und vielleicht ist es zum ersten Mal. Und du verstehst auch noch gar nicht so alles. Aber du kannst es sagen, Jesus, dein Herz berührt mich und ich möchte dir sagen, ich brauche dich. Ich hab dich lieb. Gott segne uns, wenn wir nachher im nächsten Lied unsere Antwort geben. Amen.